Bestimmte Informationen, die jetzt über den ganzen Sommer und auch selbst noch jetzt in den vergangenen Wochen immer wieder in der Öffentlichkeit auch diskutiert worden sind, zum Teil kontrovers, ob denn diese Erkrankung jetzt wirklich noch so gefährlich ist. Es muss sich doch etwas geändert haben. Es sind doch kaum Betten belegt und so weiter. Also da sind einfach viele Irrlichter im Moment unterwegs in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Information. Und die Informiertheit der Bevölkerung ist aber das Entscheidende in dieser Situation. Die Kooperation, das Verständnis jedes Einzelnen oder jeder Einzelnen, dieses Treffen von den richtigen Entscheidungen im Alltag, weil man es verstanden hat, das ist das, was uns retten wird vor einer schwierigen Situation. Wir sind hier